Der im Lens flares. Doc Ock. Ja, der. Alfred Molly, nein. Ja, ich habe den schlechtesten Haarschnitt ever. Hat jemand so einen Blumentopf drauf? Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie ein Lego Elton John. I'm a Rocket Man. Lasers. I'm a Fire Engine. Oh nein, doch nicht Octobots. Octobots. Octobots? Roller, ne. Moment mal. Jetzt bin ich Captain America. Warum? Echt? Ja, stimmt. Ich frage mich die ganze Zeit, warum man nicht das macht, was ich will. Ja, die dachten sich, hier wollte man sich bestimmt. Was mache ich, Leo? Oh Gott. Oh. Du kannst einfach nur angreifen und wenn du diesen Segelsprung machen willst, dann musst du halt sozusagen Doppelsprung und halten. Das Feuer. Und mehr kann ich dir auch nicht sagen. Das Fantastic Vorzeichen sieht voll gut aus. Ich will es nachbauen. Da ist in der Mitte irgendwie so ein blaues Teil, was einer von euch wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn ich rankomme. Wie kann ich irgendwie mein Schild werfen? Also zielen und werfen? Gedrückt halten, glaube ich, einfach Viereck, oder? Ja, also zielen ist immer mit gedrückt halten. Naja, aber ich kann auch was. Das visiert nicht an. Ja, aber du das vielleicht dann ja. Ja, das visiert auch nicht an. Toll, wir haben etwas, was wir beide nutzen können. Aber es gibt ja ganz oft in den Lego-Spielen, dass man das Level nochmal spielen soll mit anderen Charakteren. Stimmt. Ja. Stimmt. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Also ganz selten. Ich hab eine Freundin, die perfektioniert die. Holt sich wirklich Platin-Trophäen in allen Lego-Spielen. In nichts anderem, nur in den Lego-Spielen. Also ich spiele die auch gerne, aber es wäre mir dann zu viel. Ja, ich sag ja auch nicht, dass meine Freundin geistig gesund ist. Ich bastle uns hier mal was und das ist ein fantastic Vorzeichen. Also ja, yeah, davon ein Vorzeichen, Hallo. Verstehst du? Ah. Vorzeichenfehler und so. Das tut mir so ein bisschen leid. Aber auch nicht gar wirklich. Nicht. Was danke. Danke, das Daniel, dass du das getan hast. Was das wird Alter. Mich verfolgen. Reed Richards ist auch irgendwie die Generalausrede für, wir brauchen ein Werkzeug. Okay, er kann sich ja verwandeln. Warum macht er das nicht vorher? Wieso hast du gerade Captain America geschlagen? Ich bin gerade eine Teekanne geworden. Warum bist du eine Teekanne? Ich hab nur Kreis gedrückt. Lösch das Feuer. Nein, ich will eine Teekanne bleiben. Das ist fantastisch. Wie kann ich denn das Feuer löschen? Nee, ich kann das Feuer löschen. Achso. Ich glaube, du musst jetzt mit dem Schild einfach auch dann da oben. Aber nicht dauerhaft. Ich kann es wieder tun. Achso, ich soll hier. Ja. Ich kann jetzt auch nicht mehr zielen oder so. Jetzt wieder eine Leiter? Nee. Achso, so. Es ist besser als eine Leiter. Aber was ist denn dieses Vor da rechts? Guck mal, Dani. Da ist auch so ein Vorzeichen drin. Oder ist das dann für einen anderen? Hä? Was? Nee, Shield. Verwandle mich erstmal wieder zurück. Was ist das? Ich weiß es nicht, aber ich will es benutzen. Das ist eine Ausrüstung. Uniform oder sowas. Ja. Fantastic Four Uniform. Ich will jetzt hier hoch. Doch mal ab, Dani. Ja, schön, geh doch vor ohne mich, Daniel. Bitte. Das wollen die Leute doch sehen. Die Leute wollen sehen, wie du mich im Stich lässt. Nein, wie das Level weitergeht. Wieso brennt das hier gleich alles? Damit ich auch einen Zweck habe in dem Level. Achso, na dann musst du mal hier hochkommen. Achso, ja, na dann. Oh nein, Octobots. Oh. Die nicht hochkommen. Also könnten wir sie auch ignorieren? Ich bin versehentlich runtergesprungen. Sei doch nicht so fies, ist ja schlimmer als mit Robin. Ach komm, jetzt werd hier nicht so gemein. Ja, sorry. Ich bin überhaupt nicht wie Robin. Nein, du bist schlimmer als Robin, habe ich gerade gesagt. Ich bin überhaupt nicht schlimmer als Robin. Ich glaube, du müsstest da hinterher gehen, Dani, weil jetzt. Ich weiß nicht, ob sie muss. Kommt drauf an, ob sie hier drüben gebraucht wird oder nicht. Ich schätze mal, da geht's weiter, ganz normal. Weil da geht's ja dann die Leiter runter. Achso, aber das muss Dani hacken, glaube ich. Ich komme aber hier nicht wieder durch. Ach nee, hier musst du. Hier ist auch so ein Ding. Okay, dann komme ich nochmal mit und du musst dann hinter mir her. Normalerweise geht Lego-Feuer dann auch manchmal permanent aus. Also in den normalen Lego-Spielen, wo die normale Lego-Physik herrscht. Einfach, nein. Die Verzögerung ist zu groß. Du musst wirklich direkt hinter Leo hinterher. Tut mir leid. Es ist wirklich, als ob du noch nie einem Lego Captain America durchs Feuer gefolgt bist, ey. So, ich folge dir jetzt sofort. Ach, du verbrennst dich trotzdem. Ich glaube, ich verbrenne mich trotzdem. Okay. Vielleicht muss von oben durch die Leiter irgendwas runterkommen oder so, Wasser? Von oben durch die. Achso, also ja. Durch das Rohr, meine ich. Ja, ja, das leuchtet ein, aber ich kann das hier nicht bedienen. Kannst du ein Schild gegenwerfen? Im Zweifelsfall. Wenn nichts hilft. Sieht nicht so aus, ne? Kannst du schlagen. Aber vielleicht hier unten?
Das ist Web-Sling. Only Web-Sling. Kannst du den Hebel schlagen einfach nur da oben? Den Hebel da oben schlagen? Ja. Ich glaube, das würde aber da sein. Also. Was? Nee, ja. Also vielleicht habe ich mich jetzt auch noch blöd angestellt, aber ich bin der Meinung, ich habe mich auch an den Kohlen verletzt. Es sah so aus. Bisschen ja. So aus, ja. Kann ich hier irgendwas zertrümmern und wieder zusammenbauen, damit es was Nützliches ergibt? Nein. Normalerweise sind ja dann immer die Zeichen richtig da. Hier ist noch so ein Fantastic Four Zeichen. Ja, aber... Aber das ist ja auch nur die Basis von dem Walk Across, ja. Ja, super. Ich... Gib mir doch mal dein Shield. Ich stecke fest. Ich geh nochmal runter. Man kann sie auch nicht komplett ausmachen, ne? Nein, nicht, dass ich es gesehen hätte. Ey, ich hab Kreis gedrückt, du Vogel. Ich mach jetzt alles kaputt. Sie kommen halt immer wieder. Ach so, das ist natürlich dumm. Ich dachte, sie hören irgendwann auf zu kommen. Nee. Hui, ist gerade was aufgegangen. Ja, aber das ist ja. Ja, sowas hatten wir davor auch schon mal aufgemacht, aber wir wissen nicht, was das soll. Vielleicht müssen wir davon kannst einfach du vielleicht, wenn ich hier die Flammen blocke, kannst du über mich rüberspringen in diesen freien Bereich, der da ist? Ach so. Das sieht so aus, als ob neben den Flammen so ein kleiner Bereich ist. Hier oben vorne ist was zum Aufbauen, Dani. Hier vorne? Ja, da hüpfen so Dinger rum. Hier? Ach so. Bei dir. Gar nicht gesehen vorhin. Ach, du jetzt kannst kommst da du, jetzt kommst du durchs Gitter auf die andere Seite. Alles klar. Nee, du. Achso, ich stand richtig drin. Ja. Ich bin doch der Dude. Ja, du musst dich wieder zurückverwandeln. Ja, ich mal stark konnte an. Mich noch nicht in dem Ding zurückverwandeln. Achso. Also ich habe jetzt wieder Dings gedrückt. Drück mal immer nur einmal. Okay. Du hast gedrückt gehalten. Immer ja, immer, ne? Sorry. Es tut mir so leid. Schlob. So, was soll ich jetzt kaputt machen? Ich weiß nicht, du kannst mal versuchen, ob du das Ding hier oben hacken kannst bei mir. Okay, ich komme. Ansonsten sofort. Waren hier Spidey-Senses. Aber wir haben ja keinen Spidey. That's the problem. Du kannst mir natürlich auch wehtun, Daniel. Ich meine, das ist ja sowieso so ein Hobby von dir. Insofern mach doch einfach weiter. Whatever. Ich kann's nicht hacken. Kannst du also nicht. Wie sieht's mit den anderen Maschinen aus? Das hier sieht sehr sciencey aus. Ich glaube, ich kann hier. Ich weiß nicht. Also hier kann ich auf jeden Fall an nichts andocken. Hä? Stirb! Ja, mach das hier doch mal kaputt. Aber man kann es auch nicht neu aufbauen. Nö. Und hier oder oben an dieser komischen Klappe? Da war gerade irgendwas im Kreis. Oh. Hä? Also ich hätte es nur wieder kurz drücken sollen. Oder? War doch grad, ja, war geh nochmal. Guck nochmal. Jetzt. Achso, du bist ein Slinging-Charakter, weil du... Achso. Das war aber gerade nicht deutlich, dass ich mich hier hinstelle. Wenn das kein Captain America-Objekt ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist so America. Das ist so America. Ich möchte sagen... Mann, ich will keine blöde Teekanne sein. Ich würde sagen, mehr Freedom als dieses Objekt ist, geht nicht. Freedom. Gott, was hast du getan? Ah. Ich glaube, ich habe uns alle getötet. Ich glaube, er hat den Death Ray aktiviert. Oh ja. Ach, jetzt geht's. Ich glaube, da ist jetzt deine Expertise gefragt. Yay. Ich bin nützlich. In America. In America. Ah, Bennett Keith. So. Ich hab jetzt was gedrückt. Ja. Obviously. Jetzt geht halt diese Klappe auf und... Oh ja. Oh ja. Der Red Button. Wer hat das mal entworfen? Die Fantastic Four scheinbar. Ja, das ergibt alles sehr so viel. Dieses Labor. That Laboratory. Können Sie mir zeigen, wofür Sie all die Forschungsgelder verbraucht haben? Nee. Haben Sie eine Stunde Zeit? Oh. Kriegst du das aufgebaut so? Ja. In America. Er hat doch gerade ein Bild von mir. Yeah. Oh, Kameraperspektive. Hä? Ja. Ich kann den Strahl lenken. Ich muss mal rausfinden, wohin. Ja, also einfach nur auf die Dinge. Es war auch gerade ein Bild von mir an der Seite. Ich habe noch nicht ganz rausgekriegt, was ich machen soll. Sei nicht so egozentrisch. Oh, da war ein Bild von mir. Da muss ich sofort hin. Ja, dann ignoriere ich es halt und dann kommen wir halt nicht weiter. Ja. Gut. Ja. Dann hat niemand was davon. Gut. Ja. Prima. Er nennt es nicht wirklich ein Fantastivator. Oh ja. Das wird epic. Epischster Fahrstuhl. Ha.
Ich bin so böse und sechsarmig. Achtarmig. I am evil. Evil. Ich hab schon wieder gedacht, ich bin Captain America. Bin gegen die Wand gelaufen. Ja, du kommst auch nicht mehr raus, ne? Ich komm hier unten irgendwo hin. Wenn du das kaputt machst, kannst du vielleicht was draus bauen. Nee, was ist denn das? Hund? Also normalerweise war bei den Harry Potter Spielen denn hier ein Tier. Was gibt's denn für einen Superheldenhund? Naja, bei Marvel, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh. Okay. Bei, das sieht ja geil aus, das Vieh. Bei DC gibt's halt Krypto, aber. Ach, Gleit, Dani. Ja. Ich bin natürlich an einem Punkt vorbeigegangen. Das ist wieder Web-Sling, was du da machen musst. Ja, ich muss erstmal hier die Viecher kaufen. Die Octobots? Ja, die Viecher, sagte ich. Octobots klingt einfach gut. Das heißt Octobots! Hör auf, nicht Octobots zu sagen. Oh, ich komme da nicht rüber. Nee, ich glaube, Dani macht gleich was auf. Ich glaube, ich helfe dir dann gleich jetzt rüber zu kommen. Vielleicht baue ich jetzt eine Brücke oder so? Nee, ich baue eine Leiter. Du brauchst eine Leiter, mit der man dann da hochkommt. Aber du immer noch nicht rüber. Ich gehe erstmal hier hoch. Ja, dann hat Spaß, ne? Na. Leo, magst du nicht auch rüberkommen? I hate you so much. Jetzt habe ich irgendwas anderes gebaut. Ja, vielleicht machst du ja hiermit die Brücke hoch. Ich könnte in der Zeit mal versuchen, hier durch die Flammen zu gehen. Willst du nichts machen? Mit dran schlagen? Kann ich mit dem Ding hier irgendwas machen? Was? Naja. Ja doch, du konntest vielleicht schieben. Vielleicht ist Captain America ja insgeheim ein Hund. Schieb einfach gegen von vorne nochmal. Okay, warte. Ich glaube. Ja. So jetzt. Was mache ich denn gerade? Also vielleicht geht dann. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich's. Ja, genau. Das war nämlich der Sprung, den ich schon zweimal versucht habe und bei dem ich mich immer gefragt habe, warum geht denn das nicht? Doi! Das muss doch so ein ultra komplizierter Weg sein für Captain America. In America. Verdammt, jetzt habe ich diesen... Sagt man in dem Fall Ohrwurm? Ich weiß nicht. Schwere philosophische Frage. Ich baue hier, glaube ich, ein Vorobjekt. Ne? Doch, sieht so aus, als ob es eins ist, aber ich kann es nicht bauen. Vielleicht kannst du, musst du es irgendwo. Also irgendjemand muss hier die Dinge aufhalten, weil ich kann sonst hier nicht runter. Ach, kannst du das runterschieben zu Dani? Die das dann benutzen kann? Ich wüsste nicht, wo ich es runterschieben soll. Also ja, das sieht nicht so aus. Kannst du vielleicht irgendwie diese Ventilatoren aufhalten? Weil die halten mich davon ab, dass ich hier runtergehen kann. Also durch das Gitter. Guck mal, oh, du konntest da Sachen... Da ist ein sehr amerikanisches Objekt drin. Du konntest da die Ventile zerballern. Wo? Leo, oben. Wieder zurück. Ich glaube, du kannst das Ventil da, das rote, noch zerballern. Von unten vielleicht? Ah, auf jeden Fall kaputt machen. Ich glaube, es bringt nichts, oder? Ach doch, jetzt! Ah, jetzt habe ich das. Ach so, okay. Aber, dazu musst du hier oben sein, ne? Ja. Okay, dann ist die Frage, wie kannst du nicht eigentlich den gleichen Weg nehmen wie Captain America, Dani? Nee, wie ist er denn jetzt gegangen? Ich habe das nicht gesehen. Ist er ich weiß nicht, ob du irgendwie wieder zurückkommst, ne? Ich bin, ja. Ja, du kommst nicht mehr zurück. Okay. Also, kann ich... Was ist das hier eigentlich? Was? Dieses sehr amerikanische Objekt ist noch nicht fertig. Also, ich könnte versuchen, wieder zurückzuspielen. Nee, das wird nicht gehen. Ich bin abgestimmt von der Welt. To stretch into a useful object. Ja, T-Cam bringt ja nicht so viel. Ich hätte gedacht, dass ich halt hier irgendwie den Luftstrom mit dem Schild irgendwo blockieren oder umlenken kann oder sowas. Kann ich denn hier bauen? Was passiert, wenn ich hier runterspringe und versuche mit dem Schild den Luftstrom zu blockieren? Kann ich jetzt hier rüber? Probier mal, spring nochmal an. Okay. Well. Ich hab gemacht, kannst du da nicht rausspringen? Ich weiß nicht, vielleicht jetzt? Ja. Naja, dann kannst du ja doch den Jump da oben benutzen. Ist ein bisschen kompliziert, aber... So, wie war der jetzt? Ich hab wirklich nicht hingekriegt. Einfach hier oben auf diese... An die Pfähle da springen und dann versuchen. An was? Aber vielleicht kann das nur... Na, diese Oropax, die da aus, aus der Wand... Naja, was kann sie nicht. Weil Captain America ein Athlet ist und...
Und ich bin nur ein Gummityp. Ja, du bist ein Wissenschaftler, der sich dehnen kann. Wozu konnte ich denn jetzt zurück? Doch nochmal darüber sliden? Ach, hey. Das ist weird. Ne, rüber kann ich bestimmen. Wieder so. Das sah sehr toll aus. Also, ich kann...